Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Wie ihr es an der Maske hier seht, wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich spiele. Genau, The Legend of Zelda Majora's Mask. Warum spiele ich es eigentlich? Ja, da gibt's für mich einen guten Grund. Ich habe Zelda Majora's Mask schon so lange nicht mehr gespielt und wollte es unbedingt anspielen. Daher bin ich besonders glücklich darüber, dass es mein erstes Let's Play wird. Für eine Sache müsst ihr mich leider entschuldigen. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, alles richtig einzustellen. Also nimmt's mir bitte nicht übel, wenn der Sound manchmal nicht so perfekt ist oder das Bild. Ich bin noch am Bearbeiten. So, dann wollen wir jetzt mal anfangen. So, okay, ich habe schon eine Datei gestartet, aber halt noch kein bisschen gespielt. So, starten wir mal. Am Anfang kommt ja wie bei jedem Zelda ein Intro. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Wer dieser Freund wohl sein mag. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Und hier kam ein Feengeräusch. Okay. Wir sind in einem Wald. Und da reitet unser Held Link auf seinem Pferd Epona. Juhu! Ah, ich liebe dieses Pferd, das ist echt zu cool. Und da sind zwei Feen. Die scheinen nichts Gutes im Sinn zu haben. Ja, doch, dieser Wald ist cool. So, er bleibt stehen. Was passiert nun? Oh, schöner Himmel. Alles dunkel. Okay, die Feen sind dort und... Ah, ich glaube, sie wollen das Pferd erschrecken. Und... Oh nein, Link ist vom Pferd gefallen. Das tat sicher weh. Aua, Mami, ich hab Aua. Und da ist die Maske. Und auch sein Träger. Der lacht ja voll komisch. Hehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Okay, viel Spaß. Ha, da kommt er. Haha, wieder läuft. Und das Pferd bleibt ganz cool stehen. Mann, ist der grob zu Link. Und jetzt betatsche ihn auch noch. Und er klaut natürlich die Ocarina der Zeit. Ist ja typisch. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horkit, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Haha, wieder lacht. Und Kopfnuss. Das geht nicht, Tal. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Oh, die arme Fee. Yeah, Link erwacht. Schaut mal, wie gelangweilt er schaut. Guckt. Und die Feen. Hallo? Nein, ich hab deine Ocarina nicht hinter mir. Oh, Link holt aus. Und Angriff! Okay, Link springt hinterher. Und diese Szene ist sehr actionreich. Yeah! Das ist mal Zelda, ey. Also, ich muss sagen, die Musik passt sehr gut zu der Szene. Okay, das sieht mir wie eine Lichtung aus irgendwie. Oder ähnliches oder sowas. Oh, das ist ja unfair. Die schubsen Link voll weg.
So, dann wollen wir mal das Gras zerstören, was da ist. Naja, sobald wir spielen können. Okay, wir können uns bewegen. Auf zum Gras! Yeah, ha! Okay, also viele Rubine bekommen wir ja nun nicht gerade. Oh, okay, 5 Rubine, das ist schon mal super. Oh, nochmal 5, geil. Und dann wollen wir mal weiter. Ich glaube, hier kam so ein doofes Gras. Ja, genau, das denn ist so ein doofes Gras, das mache ich jetzt nicht unbedingt kaputt. Ich denke mal, ihr werdet im weiteren Verlauf meines Let's Plays sehen, was ich mit diesem doofen Gras meine. Und rein da. Oh nein, Link wird fallen, Hilfe! Oh, er war doch noch so jung. Oh mein Gott, komische leuchtende Zeichen. Okay, da war... Das sieht aus wie Masken. Da sind Uhren und die Ocarina der Zeit und ganz viel. Und eine komische Blume. Achso, ja, das waren die Blumen, wo man als Deko rein konnte, genau. Und jetzt gleich werden wir in ein Deko verwandelt. So. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. Scheiße, wa? So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hehe. Aber das brauche ich doch noch. Oh, buhu. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Toll, was in der spielen? Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Okay, er zaubert seinen finsteren Fluch auf mich. Ich mag dieses Geräusch nicht. Yeah, das ist Link. Woo. Okay, das waren Deko-Kerle. Ziemlich viele Deko-Kerle. Wah. Also ich würde jetzt Panik kriegen. Ja, Link, renne. Renne um dein Leben. Und nein, da kommt ein riesiger. Link wird gefressen. Pass auf. Und Link ist tot. Nee, nee. Oh, nein. Da ist er. Der Deku-Link. Ah. Der Typ freut sich. Und Link kriegt Panik. Oh, und das lacht auch noch so doof. Hihi, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Oh, sowas Gemeines. Ja, und jetzt haust du ab. Er ist ja typisch. Ja, Link, schnapp ihn dir. Boah, ey, Kopfnuss nach einer anderen. Ja, eine Kopfnuss nach einer anderen, ey, das ist voll schlimm. Ah, die kleine Fee. Süße Schwester! Jo, haust du rein. Na, was sagt die Fee jetzt? Hey, hey, Rocket, warte auf mich, ich bin auch hier. Tal, du kannst ohne mich nicht fort. Oh. So eine doofe Fee. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deko-Junge. Tu etwas! Oh, ey, auch noch kommandieren hier. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendetwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte. Komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeile dich gefälligst. Oh, Tal, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Okay, ich würde mal sagen, das war's mit dem ersten Teil. So, gleich kommt der zweite Teil vom Intro. Und ja, ich sage mal, bis gleich.